da sich vor den Klammern ein Malpunkt befindet und zwischen den Klammern mindestens ein Plus oder mindestens ein Minus zu finden ist, wenden wir die Distributivität an, um diesen Ausdruck zu berechnen. Das heißt, wir berechnen zuerst dieses Produkt, das ergibt also den Term 7x² y hoch 3 mal 2x hoch 4. Anschließend rechnen wir dieses Produkt und achten sehr auf das Vorzeichen. Hier ist es Plus, da ist es Minus. Plus mal Minus ergibt Minus. Dieses Produkt ergibt also minus 7x² y hoch 3 mal 9x² y. Und dann rechnen wir noch dieses dritte Produkt, wo wir wiederum auf das Vorzeichen achten. Plus mal Plus ergibt Plus. Und so entsteht dieser dritte Term, plus 7x² y hoch 3 mal y hoch 2. Um diese einzelnen Produkte zu berechnen, werden wir diese Potenzformel anwenden. Schauen wir im ersten Term, 7 mal 2, das macht 14, x hoch 2 mal x hoch 4, das macht x hoch 6, hier werden die Exponenten addiert, und dann bleibt noch der Faktor y hoch 3, also so. Dann minus 7 mal 9, das macht 63, x² mal x², das macht x hoch 4, und y hoch 3 mal y hoch 1 macht y hoch 4, wiederum durch dieselbe Formel. Jetzt der dritte Term, hier brauchen wir nur y hoch 3 mit y hoch 2 zu multiplizieren, dieses Produkt ergibt y hoch 5, wieder durch diese Formel, und somit ist der dritte Term 7x² mal y hoch 5. Und diese Übung ist schon beendet.